Wir befinden uns hier in Schlaitdorf. Wir haben heute die Verwaltungsverbandsübung. Das heißt, Schlaitdorf ist Mitglied im Verwaltungsverband Neckartenzlingen. Das sind 6 Gemeinden. Und die jeweiligen Feuerwehren üben einmal im Jahr den gemeinsamen Ablauf. Und dieses Jahr, nach 2 Jahren Corona-Pause, ist Schlaitdorf wieder an der Reihe. Die Übung findet einmal im Jahr statt. Es ist jede Mitgliedsgemeinde des Verwaltungsverbandes ist jedes Jahr dann einmal dran. Und das Ziel dahinter ist es, die wirklich gute Zusammenarbeit im Ernstfall einfach auch nochmal mit einer Übung zu unterstreichen, dass die Zusammenarbeit der Feuerwehren und auch des Rettungsdienstes, wir werden unterstützt vom Rettungsdienst, vom Malteser Hilfsdienst mit 2 Rettungswegen, dass das einfach Hand in Hand funktioniert und ineinander greift. Wir werden 2 Einsatzstellen simulieren. Zum einen der Hauptschwerpunkt wird ein Brand in einer Maschinenhalle sein von einem örtlichen Landwirt. Dort wird die Aufgabe sein, zum einen mal sich einen Zugang in diese Halle zu verschaffen, dann vermutlich sind es 2 vermisste Personen in dieser verrauchten Halle zu finden und aus dem Gebäude zu retten. Parallel dazu die Brandbekämpfung aufzunehmen und es wird eine weitere Feuerwehr, eine ungefähr 800 Meter lange Schlauchleitung an die Einsatzstelle verlegen, um hier die Wasserversorgung zu ermöglichen. Das sind ungefähr diese 800 Meter, das ist also die Herausforderung, die wir in einer ländlich geprägten Gemeinde haben. Sobald alles mal irgendwo außerhalb vom Hydrantennetz stattfindet, haben wir echt ein Thema mit dem Löschwasser. Da ist dann eine entsprechende Logistik auch aufzubauen, also das ist wirklich dann immer eine große Herausforderung. Auch sie kleine da schrecken, gell? Ich zünd die Welle, wenn die kommen. Nicht, dass sie... Wenn die da stehen. Es wird eine zweite Einsatzstelle geben in unmittelbarer Nähe zu dieser Maschinenhalle. Dort wird ein Verkehrsunfall simuliert werden. Es wird so sein, dass eine Radfahrerin unter einem Pkw eingeklemmt ist. Diese muss dann von 2 weiteren Feuerwehren, das wird die Feuerwehr Altdorf und Bempflingen sein, werden dann diese Patientin dann unter diesem Fahrzeug retten müssen und dann dem Rettungsdienst zuführen. Also es sind, ich kann es noch nicht genau sagen, es sind 6 Feuerwehren mit ungefähr 10 Fahrzeugen und die Manpower wird sich irgendwo zwischen 60 und 70 Personen bewegen. Ja, also es ist schon ein Ritt. Also wir haben uns das erste Mal Gedanken gemacht Anfang des Jahres, was machen wir denn so vom Grundsatz her, und dann haben wir es immer mehr verfeinert und haben uns jetzt wirklich die letzten 14 Tage 2 bis 3 Mal die Woche nochmal getroffen, um das Ganze dann auch so hinzukriegen, wie wir es wollen. Ja, es ist tagsüber auch so. Also wir haben hier jetzt eine Lage, wo wirklich alle 6 Feuerwehren zusammenarbeiten werden. In der Realität ist es so, dass es gibt eine sogenannte Alarm- und Ausrückeordnung, wo je nach Einsatzstichwort Feuerwehren automatisch parallel zu uns mit in Marsch gesetzt werden, um einfach hier genügend Kräfte dann auch gleich vor Ort zu haben. Also das ist schon jetzt echt eine Großveranstaltung. Die Realität ist ein bisschen kleiner, aber wir könnten bis dahin eskalieren, wo wir heute jetzt auch sind. Also unsere Tagesverfügbarkeit ist doch tatsächlich nicht so schlecht. Also wir haben bisher die Tagesalarmstärke immer noch erreicht innerhalb der geforderten Zeit. Wir haben in der Einsatzabteilung gerade 35 Mitglieder. Und was uns ganz gut tut, ist doch, dass wir ein paar Leute da, die arbeiten in Schicht, ein paar sind im Homeoffice. Und so kriegen wir also tagsüber die Mindeststärke von 6 Mann eigentlich immer hin.